moin moin, herzlich willkommen auch hier auf unserem Channel zu einem neuen Format, was wir machen. Beat the Pro heißt es, wie ihr schon im Intro gesehen habt. Und da freue ich mich, dass wir in dieser Premiere einen deutschen Nationalspieler zugeschaltet haben, mit dem wir ein Quiz machen, ein Interview, und zwar Robin Gosens. Wir quizzen gegeneinander, haben sehr viel Spaß hoffentlich. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du mitmachst. Moin moin. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße euch alle herzlich und bin froh, dabei zu sein. Sehr schön. Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Wir wollen das Ganze, was die Fragen angeht, ein bisschen in die emotionalere Richtung schieben. Also nicht, wie war dein letztes Spiel, wie wird das nächste Spiel sein, sondern um dich mal ein bisschen aus dem Petto zu locken vielleicht. Dementsprechend im Vorfeld habe ich erfahren über deinen Wechsel zu Atalanta, wie du den Wechsel selber erfahren hast. Das war ein bisschen kurios. Magst du da mal erzählen, wie das abgelaufen ist? Ja, wie ist das damals abgelaufen? Das war schon eine sehr kuriose Geschichte, das kann man wohl so sagen. Eigentlich habe ich überhaupt nicht mehr mit dem Transfer gerechnet, weil mein damaliger Berater doch da ziemlich einen Mist gebaut hat, muss man auf gut Deutsch so sagen. Der hat da, ohne mir Bescheid zu sagen, eigentlich schon alles hinter meinem Rücken in die Wege geleitet. Und ich war zu dem Zeitpunkt eben mit meinen Jungs oder mit der Mannschaft auf Mallorca. Und ja, auf einmal kriege ich einen Anruf von meinem Berater, der mir dann sagt, pass mal auf, Robin, du kannst bei Atalanta Bergamo unterschreiben. Und ich war total perplex und dachte mir so, hey, was ist denn jetzt mit dir los? Ne? Du erzählst mir erst gar nichts, sagst ich, da gibt es einen Verein, der Interesse hat, und jetzt zwei Tage später soll ich bei einem Verein unterschreiben, von dem ich noch nichts gehört habe. Also irgendwas läuft da, glaube ich, schief. Und ja, kurzzeitig später, weil wir, wie gesagt, mit Almelo auf der Mannschaftsfahrt waren, kam dann auch schon unser Präsident zu mir und meinte, Robin, herzlichen Glückwunsch, du kannst dann den Vertrag unterschreiben. Wir sind froh, dass wir das auf die Art und Weise lösen konnten. Und irgendwie hatten dann alle schon miteinander gesprochen, nur ich hatte noch mit keinem gesprochen und eigentlich war ja ich die Hauptperson. Und ja, dann bin ich eigentlich erstmal so verblieben, dass ich allen gesagt habe, pass mal auf, den Wechsel, den könnt ihr euch sonst wohin schmieren, aber den mache ich sicherlich nicht so in der Form, ohne dass ich nicht mal irgendwie jemandem gesprochen habe. Ich wusste ja gar nicht, was die mit mir vorhaben, was das für ein Transfer sein sollte. Und ja, dann ist am Ende des Tages ist noch alles ja dann doch in Ordnung gekommen, weil ich dann ja das Heft selber so ein bisschen mit meinem Vater in die Hand genommen habe, dann auch mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen habe, nachdem ich meinen Berater dann gefeuert hatte sozusagen, weil ich dem natürlich nicht mehr vertrauen konnte. Und ja, dann haben wir es irgendwie am Ende dann doch noch über die Ziellinie gerettet und den Transfer eingetütet. Und das war natürlich im Rückspiegel betrachtet die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe in meiner Karriere bisher. Ja, kurios auf jeden Fall. Also ich glaube, als du auf Mallorca warst, hast du nicht unbedingt damit so einen Anruf gerechnet. Ja, mit vielem, aber sicherlich nicht damit, dass ich auf einmal einen Transfer machen sollte. Jetzt bei Atalanta läuft es ja richtig gut, spielst Champions League, seit letztes Jahr sehr weit gekommen. Wer war denn, was würdest du sagen, dein bester Gegenspieler bis jetzt, auf den du getroffen bist? Bester Gegenspieler ist schwierig zu sagen. Ich würde aber sagen, dass immer noch Douglas Costa gewesen ist, der damals bei Juve gespielt hat. Jetzt spielt er ja bei Bayern. Aber damals hatte der eine Top-Zeit auch bei Juve. Und wenn der in Form ist, was er leider in den letzten Monaten und Jahren nicht unbedingt immer war, auch wegen Verletzungen, dann ist das sicherlich einer der besten Flügelstürmer, glaube ich, die man als Gegenspieler so haben kann. Der ist auf den ersten Metern so explosiv. Wenn der sich einmal die Pille vorlegt, dann kann man eigentlich nur hinterher schauen. Und das habe ich das ein oder andere Mal zu spüren bekommen in dem Spiel. Deswegen war das eigentlich so ein bisschen immer mein größter Albtraum als Spieler bisher. Ja, das glaube ich. Ich bin ja auch Außenverteidiger oftmals, wo bei mir im Amateurbereich, wenn da ein schneller, wendiger Spieler auf mich zukommt, das macht nicht allzu viel Spaß. Das kann ich mitfühlen auf jeden Fall. Überhaupt nicht. Wir haben ja in der NBA jetzt auch zum Beispiel, gibt es ja viel Trash-Talk, was da geführt wird. Jetzt aufgrund der Geisterspiele hört man ja auch als Zuschauer immer mal wieder, was auf dem Platz passiert, was da für Gespräche geführt werden. Was war so dein witzigster, kurioser Trash-Talk-Moment? Kannst du dich da an was Bestimmtes erinnern? Was du vielleicht auch erzählen darfst. Ja, es gibt natürlich immer mal wieder lustige Sachen, die man so mit Spielern, Mitspielern und mit Gegenspielern eigentlich hat. Was ich mich jetzt spontan erinnern kann, ist beim Spiel gegen Liverpool an der Anfield Road, das ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir eine Ecke und dann habe ich halt zu Jimmy gesagt, also zu Berat Jim City, der ist ja Schweizer,
Da meinte ich zu ihm, ey Brudi, passt gleich auf, ne? Der Große da, der springt gleich rein. Kann sein, dass der, dass der geblockt wird oder dass wir einen Block machen müssen. Ansonsten macht er uns hier gleich noch eine Hütte. Und dann hatte ich in dem Moment aber total vergessen, dass dieser Große, den ich meinte, Joel Martin war und natürlich auch Deutsch sprechen kann. Und dann da meinte Martin nur so zu mir, ey, du weißt schon, dass ich dich verstehen kann, ne? Jetzt weiß ich genau, was ihr macht. Und dann ist es sehr ärgerlich gelaufen. Ja. Das sind so Momente zum Beispiel, wo man dann mal eben zusammen lacht und dann klatscht man sich ab und dann geht's weiter. Das ist immer ganz lustig. Aber so, dass ich jetzt Trash-Talk im Sinne von irgendwas mit harten Wortwechseln, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so erzählen, weil da auch nichts Großartiges gewesen ist. Wir treffen dich jetzt zu Hause an, du hattest vorhin Training. Wie sieht denn dein perfekter fußballfreier Tag aus? Oh, also der startet auf jeden Fall erstmal, ich bin kein Langschläfer, also der startet, würde ich sagen, so gegen 9 Uhr und zwar erstmal mit einem schönen Espresso Macchiato auf dem Balkon. Dann wird ein schönes Croissant gefrühstückt und dann geht es erstmal in den Wald oder irgendwo auf die Wiese mit meiner Freundin und Malou, also mit unserem Hund, dann eine schöne große Runde laufen. Und dann geht es eigentlich hauptsächlich draußen weiter, würde ich sagen. Schönes Mittagessen in der Sonne, also schönes Wetter haben wir ja eigentlich zu Genüge in Italien. Und dann gegen Abend dann einen schönen Aperol Spritz vielleicht und noch ein schönes Abendessen. Also irgendwie so wenig mit Fußball und wenig mit Sport, weil wenn ich da mal frei habe, dann will ich eigentlich damit so wenig wie möglich zu tun haben und die Beine mal ein bisschen in Ruhe lassen. Aber ja, so ein bisschen einfach das italienische Leben vor allem genießen, was nun mal einfach viel mit Essen zu tun hat und viel mit alkoholischen Getränken oder Kaffee. Ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, dann immer oder oft verzichten zu müssen, oder? Ja, ich muss sagen, es geht eigentlich. Also die italienische Küche ist jetzt nicht unbedingt immer schlecht, ne? Also es gibt natürlich Sachen, die man sich jetzt nicht unbedingt jeden Tag gönnen sollte, wie zum Beispiel eine Pizza. Aber ansonsten gibt es auch viele, viele geile Sachen, die auch für einen Sportler gut geeignet sind. Also das, was das betrifft, so die Lebensqualität und auch die Essgewohnheiten, da lebt man hier in Italien schon, glaube ich, echt, an einem sehr, sehr guten Fleckchen Erde. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Erstmal danke schon mal dafür. Wir wollen jetzt zu dem Hauptteil kommen, den wir heute machen. Und zwar, das heißt das Format ja hier Beat the Pro. Dementsprechend versuche ich mal, mich jetzt gegen dich zu messen in verschiedenen Quizzes. Wir haben im Vorfeld schon gesprochen. Es geht um den Rekordmarktwert eines Spielers, um die Transferhistorie und um die höchste oder um eine Ablöse, die bei einem Transfer getätigt wurde. Dementsprechend gehen wir mal gleich rein und schauen uns den ersten Spieler an, um den es geht. Es geht bei den ersten drei Varianten jetzt um den höchsten Marktwert jetzt von Manuel Neuer. Ich kann dir gerne nicht, den Vortritt lassen, wenn du meinst, sondern, du weißt es. Also nicht der aktuelle, sondern der, den er den höchsten, den er in seiner Karriere hatte. Oh, ist ja schon direkt nicht ein. Aber ich würde mal sagen, 62 Millionen. 62, ich glaube tatsächlich, du hast 62, ich habe mir tatsächlich 40 aufgeschrieben. Dementsprechend können wir gerne mal auflösen, wer näher dran ist. Du sagst 62, ich sag 40. 45. Da nehme ich immerhin schon mal. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, Torhüter waren jetzt tatsächlich bei uns noch nicht immer so mega hoch bewertet, also zu Zeiten von Neuer. So jetzt dementsprechend notiere ich mal das 1-0. Oh. Totti. Ja, ist jetzt auch absolute nicht Legende, ne? Aber Legende, ich glaube tatsächlich zu der Zeit, wo er gespielt hat, auch noch nicht so hoch. Aber ich will keine Tipps geben. Ich schreibe mal kurz was auf. Also ich sag dir mal so aus dem Bauch heraus, sag ich dir eine knackige 18 Millionen. 18? Okay, ich habe 35 aufgeschrieben. Oh, echt? Ja, wahrscheinlich zu hoch. Ich keine Ahnung. Ja, du tust jetzt so, als wenn du keine Ahnung hast. 40. Ja, aber ich dachte jetzt wirklich so in den alten Zeiten, da waren die Marktwerte ja nicht so hoch. Aber eben, also es gibt ja Marktwerte bei Transfermarkt seit 2004. Und ja, seine Hochzeit war noch nicht so, ne? Aber geiler Spieler auf jeden Fall, geiler Spielertyp. Ja, überragender Spieler, absolute Legende hier in Italien auch. Also wenn man den auf der Straße trifft, da flippen, glaube ich, immer noch alle aus bei dem Mann. Glaube ich so. Mats Hummels, der Nächste. Mats, Junge, wie viel warst du denn wert? Da tippe ich auch mal wieder auf eine knackige 60 Millionen. Ich
bin nicht weit von dir entfernt. Ich bin ein bisschen tiefer. Ich sag 50. Komm jetzt, Alter. Ah, guck mal, Volltreffer. Das gefällt mir. Das gefällt dir, ja gut. Dann geht's jetzt in die Transferhistorie, glaube ich, müsste es gehen. Guck mal, das ist ja unfair, das ist ja gleich ein Vorteil hier. Spiel doch bei dir. Du weißt doch bestimmt, von wo der, dein Kollege... Ich weiß es tatsächlich überhaupt nicht. Ich weiß es, der AC Florenz. Wo war denn der zwischenzeitlich noch? Weißt du es? Oder? AC Florenz. Ich habe tatsächlich noch nichts aufgeschrieben, aber ich hätte niemals AC Florenz gesagt. Dementsprechend geht der Punkt auf jeden Fall an dich. 2-2. Ausgleich. Sehr, sehr, ja gut, das ist aber auch ein Vorteil hier für dich. Den kann ich ja nicht ausgleichen. Das stimmt, da hast du recht. Oh. Gut, den... Oh, ich könnte mich jetzt komplett täuschen, aber das müsste eigentlich klar sein. Oh, glaube ich. Also hast du dir jetzt was aufgeschrieben oder... Ich habe was aufgeschrieben, ja. Du darfst. Ich würde, also ich müsste mich jetzt auch täuschen, aber ich meine Bayern, oder? Ich habe auch Bayern aufgeschrieben, also da bin ich mir tatsächlich eigentlich auch sicher. Aber vielleicht war auch, er war vor Inter bei Bayern. Das ist natürlich, ich sag mal so, auf den sind wir beide reingefallen, würde ich behaupten. Das wäre ärgerlich. Ah, ja. Das gibt keine Punkte für uns. Und auch hau die Alba. Boah. Von wo ist er zu Barca gegangen? Deine Position, das weißt du doch. Nee, das weiß ich irgendwie absolut überhaupt gar nicht. Ich könnte jetzt mal einfach einen reinhauen, Verein, aber das wäre mehr Glück als Verstand. Ich habe was aufgeschrieben. Ich bin bei Valencia. Ja, hätte ich auch gesagt tatsächlich, ja. Hätte ich wirklich gesagt. Ich sagst du auch? Ich sag Valencia, ja. Na, guck mal, wir stellen uns nicht ganz so dumm an. Das ist super. Gefällt mir gut, was wir hier abliefern aktuell. So muss das. So, jetzt geht's um die Ablösesumme. Lothar Matthäus von Bayern zu Inter. Oh, Freunde, da war ich noch nicht mal geboren. Junge, Lothar Matthäus zu Inter. Ich sag damals, damals hat das Ding 9 Millionen gekostet. 9 Millionen. Ich habe eine aufgeschrieben. Echt? Zu der Zeit so. Boah. Keine Ahnung, okay, wie viel das war. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es zu der Zeit, waren das schon 9? Ja, Lothar war eine absolute Legende doch damals. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das streiche ich nicht ab. Aber 9? Gucken wir mal. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Also. Können wir gerne mal auflösen. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. Was wir da haben. Vielleicht auch 0. Na, wann kommt sie? Ja, ich wollen nicht rausrücken mit der Sprache hier. Nee, die wollen noch, dass wir uns vielleicht abwechseln oder nochmal. Ich glaube, die wollen uns eine zweite Chance geben, weil wir beide meilenweit. Weil wir beide so meilenweit sind. Entfernt waren, ne? Ja, jetzt kommt sie. 3,6. Boah, ey, in diesen Schätzfragen bin ich ja katastrophal schlecht. Meine Herren, ey. 3,6, dann war ich tatsächlich näher dran, muss ich sagen. Jetzt, ja, guck mal, das ist doch schon wieder ein Vorteil. Ja, das kann ich dir auch aus dem Stegreif sagen. Ernsthaft? Jo. Boah, ja, puh, keine Ahnung, ich muss nochmal was aufschreiben. jetzt baust du Druck auf mich auf, ne? Das kann ich, dann mit Druck kann ich nicht so gut umgehen. Musst du aber jetzt musst du liefern. Ich habe was aufgeschrieben. Was sagst du? Es müssten eigentlich exakt 25 Millionen gewesen sein. Ich bin froh, dass ich dann wenigstens, wenn du dir so sicher bist, nicht so ganz weit entfernt war. Ich habe 20 aufgeschrieben. 24, dann bist du auf jeden Fall näher dran. Wieder Ausgleich, 4-4. Sehr gut, Junge. Boah, Juve Real. Das war auf jeden Fall lange Zeit der teuerste Transfer der Welt. Ist das so? Ja. Müsste es gewesen sein, bis dann Ronaldo gekommen ist, glaube ich. Aber wie hoch die war. Ich finde das immer so schwierig, weil die Ablösesummen jetzt kostet irgendwie schon, keine Ahnung,
Spieler XY, der von Mainz nach Bayern wechselt vielleicht, aber noch nicht so einen großen Namen hat, kostet schon teilweise 20 Millionen. Und so eine Legende wie Zidane damals, der ja eigentlich in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch irgendwie so 200 Millionen kosten würde, ja. Der kostet damals vielleicht nur, was hauen wir mal rein? Ich sag mal, wenn es der teuerste Transfer gewesen ist damals zu der Zeit, boah. Jetzt setze ich unter Druck, ich habe was aufgeschrieben und ich bin mir sogar relativ sicher. Echt? Ja, dann, ich habe gar keinen Schimmer, aber ich sag mal 17 Millionen. 17? Guck mal, jetzt, ich glaube nämlich, der war unfassbar teuer. Ich habe 70 aufgeschrieben. Echt? Okay. Ja, 77,5. Ja, dann ist das ja in Ordnung. Für Zizou kann man auch mal so viel hinblättern, da finde ich in Ordnung. Ja, 17 wäre ein Schnäppchen gewesen doch für Zidane damals. 17 wäre übertrieben, da bin ich ja, oh, jetzt habe ich mich auch noch blamiert hier. Aber boah, wann war der Wechsel? Um die Jahrtausendwende, einen Ticken später, glaube ich, müsste der gewesen sein. Also war da schon ordentlich Geld am Start zu der Zeit. Krass. Aber damals, ich glaub, der war mit weitem Abstand auf jeden Fall. Und lange Zeit, bis halt Ronaldo 2008, ja. 2009 zu Real ist für die 90, 95, glaube ich, genau. War der teuerste. Ja. Guck mal, dann haben wir, glaube ich, jetzt den ersten Teil vom Quiz hinter uns. Steht Zwischenstand 5-4 für ich aktuell, also noch alles drin. Doch, hab ich noch nichts verloren. Wir machen nochmal mit ein paar kleinen Fragen weiter, um dich nochmal ein bisschen rauszuholen. Und zwar, wenn du Manager wärst, welchen Spieler würdest du verpflichten? Wenn du freie Verfügung hättest, was das Budget angeht, die Mannschaft. Welchen Spieler ich da holen würde? Genau. Aktuell würde ich wahrscheinlich Joshua Kimmich holen. Glaube ich, würden mehrere machen, ne? Flexibel also einsetzbar. Den immer sehr zuverlässig, bringt immer seine Leistung, unfassbarer Charakter, unfassbare Mentalität. Mit der er sicherlich auch, oder nicht nur sicherlich, sondern hundertprozentig auch eine Mannschaft immer mitreißen kann. Ich glaube, so einen Spieler wünscht sich jeder Manager oder Trainer einer Truppe. Deswegen würde ich mich, glaube ich, aktuell auf jeden Fall für Joshua entscheiden. Ja, ich glaube auch, der wird über kurz oder lang Kapitän bei Bayern und der Nationalmannschaft. Ich glaube, da führt tatsächlich kein Weg dran vorbei. Du liest sicherlich häufig relativ viel über dich in den Zeitungen oder in den Medien, je nachdem. Oder halt, weiß ich nicht, oder tust du's? Guckst du nochmal nach, wenn du irgendwas, wenn du keine Doppelpack gemacht hast oder so, was da über dich geschrieben wird? Oder versuchst du das eher auszublenden? Ja, also ich gehe jetzt nicht bei Google rein und suche dann nach meinem Namen so von den, oder was dann in den ganzen Artikeln drin steht, das mache ich nicht. Aber da ich ja auf Social Media auch vertreten bin, kriegt man sicherlich auch relativ viel mit, weil ja auch viel mittlerweile über Insta läuft und man dann in Beiträgen getaggt wird. Also man liest sicherlich einiges, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der aktiv jetzt auf die Suche nach Artikeln geht, um da alles zu durchborsten. Also das tue ich nicht, ne. Was war denn, aufbauend darauf, die kurioseste Falschmeldung, die du über dich gelesen hast? Wo du gesagt hast, wie kann das sein, dass sowas auf einmal auftaucht? Oder ist das noch gar nicht passiert? Ja, so viel Pech hatte ich damit tatsächlich noch gar nicht. Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern, die damals, glaube ich, von der Bild-Zeitung verfasst wurde. Und die lautete, die Gosens-Bande klaut Straßenschild. Da kann ich mich sehr genau daran erinnern. Das war nämlich damals in der Zeit, wo ich eine Instagram-Story hochgeladen habe, wo ich mit meinen Jungs im Urlaub war und dann hatten wir da so ein Straßenschild auf einmal im Zimmer, was wir dann selbstverständlich am nächsten Tag wieder runtergetragen haben und das ist dann irgendwie viral gegangen und da hat die Bild-Zeitung dann rausgemacht, die Gosens-Bande klaut ein Straßenschild. Das fand ich so absurd und sowas von unpassend für das, was wir eigentlich gemacht haben, dass ich mir da schon dachte, wo zaubern die solche Schlagzeilen her, ganz ehrlich. Ja, aber heutzutage muss man vorsichtig sein, ne? Da wird alles gesucht, abgesucht im Hintergrund. Ja, deswegen, also das war mir auch auf jeden Fall zu der Zeit dann eine Lehre. Ich habe total unterschätzt, welche Reichweite teilweise auch die sozialen Medien haben. Und nach dieser Aktion ist mir definitiv klar geworden, dass man das nicht unterschätzen darf, was soziale Medien heutzutage anrichten können. Die Saison neigt sich so langsam dem Ende entgegen, dann für dich erstmal Urlaub angesagt.
trotzdem, danach geht es wieder in die Vorbereitung. Kenne ich auch, habe ich auch nie Bock drauf gefühlt, Sommervorbereitung, das Schlimmste. Was ist für dich denn das Schlimmste an der Sommervorbereitung? Ja, die Läufe, ne? Also wir haben nach wie vor einen Trainer der alten Generation, also Mr. Gasperini ist da sehr, sehr vom alten Schlag. Und der lässt uns in der Sommervorbereitung echt mal lochen. Das ist unglaublich. Der schickt uns die Berge hoch und runter bei uns. Wir machen unser Trainingslager halt immer in den Bergen hier in der Nähe von Bergamo. Und was wir da für Läufe machen müssen. Also da liege ich wirklich abends im Bett und kann mich nicht mehr bewegen, weil alles wehtut. Und du weißt einfach, du gehst jetzt schlafen und du schläfst mit dem Gedanken ein, morgen früh geht das Theater wieder von vorne los. Und dieser Gedanke, der ist einfach so Horror. Ja, aber das glaube ich. Wir kriegen auch immer von unserem Trainer dann die Aufgabe, Laufnachweise, etc. zu machen. Kotze ich tatsächlich auch ab. Also es macht wenig Spaß in der Sommervorbereitung. Ja, das Schlimme ist ja, du kannst dich mittlerweile auch nicht mehr irgendwie so ein bisschen drumherum drücken oder vielleicht ein bisschen weniger machen, weil du hast ja mittlerweile immer diese GPS-Sender hinten drin. Das bedeutet also, wenn du halt dann eine Aufgabe hast, du musst die 10 Kilometer jetzt voll machen, dann hilft dir halt natürlich gar nichts, wenn du dann nur 7 machst, weil die darfst du dann hinten drauf wieder draufpacken, weil bei der Auswertung jeder sieht, dass du weniger gemacht hast. Also das ist ja die Scheiße an der Sache. Ja, das merkt man, glaube ich, relativ schnell heutzutage. Ich habe im letzten Interview, was du mal geführt hast, oder von einem Interview von vor etwas längerer Zeit, haben deine Mitspieler dir tatsächlich das Interview unterbrochen und ein paar Streiche gespielt, so Pranks quasi. Macht ihr das häufiger? Wen trifft es denn relativ häufig? Ja, wir machen das häufiger, also so typische Fußballerstreiche natürlich. Vor allem trifft es natürlich die Neuen, die noch die Abläufe nicht kennen und die dann neu in eine Truppe reinkommen und keinen Plan haben, was bei uns so getrieben wird. Die kann man dann natürlich immer relativ gut verarschen. Was sind das für Streiche? Also ein bekannter Streich von uns zum Beispiel, dass wir beim Mittagessen, da müssen wir immer alle zusammen essen. Und auch hier in Italien gibt es halt oft diese Stoffsitze. Und dann, wenn dann zum Beispiel ein Neuer, der sich eben noch nicht auskennt, dann am Buffet das Essen holt, dann stecken wir halt immer so ein paar von den Zahnstochern in diese Stoffsitze rein sozusagen, und der rechnet ja mit sowas nicht, und dann setzt er sich mit voller Wucht dann in seinen Stuhl rein und setzt sich dann erstmal auf diese spitzen Zahnstocher, und die brechen dann natürlich ab, aber es tut natürlich in dem Moment, im ersten Moment immer unfassbar weh, und wir gucken uns immer an und man merkt so richtig, wie derjenige immer irgendwie den Schmerz unterdrücken will, weil er sich nichts anmerken lassen will, und ja, dann sieht man dann halt auch schon mal teilweise unter der Dusche dann aber so ein paar kleine Einrisse von Zahnstochern, aber damit müssen sie dann mal leben. Eben, das ist das normale Ritual, zieht sich auch bei uns runter. Die Neuen müssen immer tatsächlich am meisten leiden. Aber es macht ja auch Spaß. Irgendwann war es mal man selber, dann kann man es selber machen. Genau. So muss das sein. Genau. Zum Schluss nochmal von dem Interview, hier den kurzen Part. Du hast ein Buch geschrieben, tatsächlich jetzt schon, was demnächst veröffentlicht wird. Wie ist denn dazu gekommen? Weil jetzt, du bist ja auch noch nicht der Älteste mit deinen 26. Wie ist dazu gekommen? Das ist jetzt nicht das Normalste, was ein Fußballprofi macht. Wie ist es dazu gekommen? Die Idee ist eigentlich im letzten Jahr während des Lockdowns entstanden. Hatte die Idee aber schon ein bisschen länger eigentlich im Kopf, weil ich glaube halt einfach, dass meine Story im Vergleich zu vielen anderen Jungs, die Fußballprofi geworden sind, etwas außergewöhnlicher ist, auch sicherlich nicht die Normalität ist. Und ich hatte halt irgendwie das Bedürfnis, diese Story gerne zu erzählen, weil ich halt glaube, dass, oder was ich mir wünschen würde, ist, dass man damit vielleicht halt ein paar Jungs auch inspirieren kann mit dieser Story, dass man halt eben nicht nur diesen geradlinigen Weg übers Internat gehen muss, sondern dass es halt eben auch andere Ziele gibt, um seine Träume zu erfüllen. Und aus dieser oder aus diesem Wunsch, aus diesem Gedanken heraus ist halt die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben. Und da bin ich froh, dass sich da einige Verlage oder ein Verlag gefunden hat, der diese Idee mit mir umsetzen wollte. Und daraus ist, glaube ich, was ganz Cooles entstanden, weil es halt eben nicht nur um meine Geschichte geht, sondern auch halt um meine Sicht auf das Fußballbusiness, weil ich halt eben anderer Junge bin und vielleicht auch ein bisschen andere Gedanken habe, war es mir wichtig, auch mal meine Gedanken und meine Sicht auf den Fußball zu erzählen. Und ich glaube, daraus ist ein ganz gutes oder ein ganz schönes Buch entstanden, auf das ich definitiv sehr stolz bin. Und das ist ja auch, glaube ich, auch nicht, wie du schon sagst, allgegenwärtig, dass ein aktiver Fußballprofi ein Buch schreibt oder ein Buch auch schreiben darf. Und dementsprechend bin ich da sicherlich sehr, sehr happy mit und freue mich auf das, was kommen wird. Ja, sehr cool. Hat mich tatsächlich auf jeden Fall überrascht, weil ich jetzt nicht damit gerechnet hätte, so in den Vorbereitungen, dass du Buchautor bist. Ist ja nicht das Normalste, wie gesagt. Zum Abschluss haben wir noch eine nächste Quizrunde, die wir machen. Gerne. Steht aktuell
5-4 für mich, also du hast noch was aufzuholen. Fünfmal spielen wir jetzt Tor oder Nicht-Tor. Das heißt, wir kriegen eine Spielszene vorgelegt, die irgendwann gestoppt wird. Und wir müssen danach entscheiden, geht der Ball rein oder geht der Ball nicht rein. Okay. Können wir gerne mit der ersten starten. I'm ready. Guck mal, sogar Eredivisie hast du ja auch gespielt. Also kann dir vielleicht noch bekannt sein. Mal. Boah, ich hab schon fast gesagt, dass es abseits ist. Ja. Ja. Geht er rein oder geht er nicht rein? Ich sag, den macht er. Ich sag, den macht er nicht. Einfach, um was anderes zu sagen, als du sagst. Ich glaube, der geht nicht rein. Können wir gerne auflösen. Komm, Junge, den machst du. Oh. Unterkante Latte. Und dann, glaube ich, noch Rücken vom Torwart. Na gut. Ausgleich. Ausgleich. Der ist echt noch Unterkant. Ach komm, der wäre rausgesprungen. Ja, das ist sehr, sehr hast du gesehen, hast du gesehen. Ja, natürlich. Das ist die Erfahrung eines Fußballprofis, da kann ich nicht mithalten. Ja, genau, das ist das Auge. Zweites. Oh. Den. Was macht er denn damit? Ja, sag, leg du mal vor. Ich sage. Hast du schon entschieden? Ich habe entschieden, ja. Ich sag, der geht nicht rein. Ja, hätte ich auch gesagt und sag ich auch. Sagst du auch. Das sieht schon so aus, als ob er den rechts daneben schießt. Ja, ich glaube, den ist ihm verrutscht. Und drüber. Deutlich sogar. Ja, deutlich drüber. Der für dich, obwohl das ist nicht deine Seite, ne? Aber mit da dann schön mit links anlaufen, lange Ecke, wäre schön gewesen, ne? Ja, den traue ich mir zu. Das glaube ich. Das war sozusagen beide Punkte für uns. 6-6. Nächste Szene. Ah, komm. Den muss er machen. Den macht er, sage ich. Den macht er nicht, sage ich dann. Den macht er nicht? Okay. Macht er nicht. Sagst du mit Ife, also dreh den raus ins lange Eck. Ist eine hundertprozentige, aber ich sag einfach mal, den macht er nicht. Okay. Nee, okay, gut. Den hält er nicht so schlecht. Oder den schießt. Ich hab gedacht, den schießt er schön in die lange Ecke aus der Position. Den hält er sehr, sehr gut, hält er den. Hält er gut, ey. Hält er gut. Mit dem Fuß. Na gut, 7-6. Das heißt, ich hab nur noch. Ja, wir haben noch zweimal Tor oder nicht Tor. Mit dem nächsten könntest du das schon entscheiden für dich. Oh, also wenn ich immer das gleiche tipp wie du, habe ich gewonnen. Dann sage ich, dass du dich jetzt als erstes entscheiden musst, damit ich noch ein bisschen eine Chance habe. Freistoß? Du und Freistöße? Ja, passt das der oder passt drin. Das eher nicht? Der ist drin. Aber also meinst du jetzt mich? Für dich persönlich? Freistöße? Magst du gerne? Diese Position habe ich überhaupt nicht drin. Also ein bisschen größere Distanz würde ich mir durchaus mal einen zutrauen, aber so, dass sie dann halt direkt hinter der Mauer kippen, ist gar nicht mein Ding. Aber den macht er. Den macht er? Ich sag, den macht er nicht, um was anderes zu sagen. Ich brauche ja irgendwie nur noch jetzt eine Chance. Ja. Das ist stark, Robin Rosens. Das gut, da kann ich nichts sagen, außer Respekt, dass er den halt so einen Knick haut. Ja, genau. Da muss man einfach auch applaudieren, eigentlich. Boah, schon gut. Sehr gut gesehen. Ja, damit den letzten machen wir trotzdem noch, damit ich wenigstens nicht nochmal rankomme an dich. Na. Uff. Torwart steht nicht so, dass er als ob er einen Schuss erwartet. Aus, ne? Der sieht nicht gefährlich aus. Ich sag, der geht rein. Der geht auch rein, weil ich glaube, der wird bestimmt noch abgefälscht und geht dann da in die lange Ecke rein. Pass mal auf. Abgefälscht ins lange Eck. Okay, ich sag, der geht tatsächlich ins kurze. Okay. Aber beide, also wir sagen beide, der geht rein. 2-1, mal gucken. Oh Gott, oh Gott. Ach du liebe Zeit, das ist ja eine Frechheit. Ich sag, den hätten wir beide gehalten.
Ich würde das auch sagen, so spontan aus dem Impuls heraus. Also er sieht mir zumindest nicht unhaltbar aus. Es sah auf jeden Fall so aus, als ob man ihn halten könnte. Aber ich bin jetzt auch kein Torwart dementsprechend. Mich auch nicht. Ja. Wir sollten uns aus der Diskussion vielleicht lieber raushalten. Besser ist, ne? ja, tatsächlich. 9-7. Das ist ein souveräner Sieg für dich. Das ist durchaus gut fürs Selbstbewusstsein jetzt gerade hier. Super. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, ich arbeite dann, dass ich mit dem nächsten Gast dann wenigstens nicht verliere. Vielleicht ein Unentschieden. Ja, 9-7. Glückwunsch, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Für die coolen Stories, sei es Pranks, Geschichte, Wechsel zu Bergamo oder unsere Quizzes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich viel Erfolg, viel Glück mit Atalanta, auch in der deutschen Nationalmannschaft. Dass es da so weiterläuft für dich persönlich, wie es jetzt zuletzt war. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis demnächst. Jo, danke, danke vielmals, danke für die Einladung. Bleibt alle gesund in dieser schwierigen Zeit, das ist immer noch das Wichtigste. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg und bis bald. Macht's gut.